Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind heute mit dem Steuerwagen unterwegs. Wir starten hier in Bremerhaven Lee und fahren dann weiter zum Hauptbahnhof. Als Lok haben wir hier hinten eine 110. Das Ganze spielt im Jahr 2010. Und ich würde mal sagen, wir fahren nochmal zum Bahnsteig vor. So. Und vielleicht noch die Lichter einstellen. Ah, passt eh. So, einmal gelöst. Ich hoffe. Gut. Los geht's. Alles ran, Schierfahrt. Okay, also, das ist ein Szenario von racesim.de, gerade vor kurzem entdeckt das Ganze. Bremerhaven Nähe nach Bremen Hauptbahnhof, der RB 24015. Halten eigentlich überall, oder fast überall, nach realen Fahrplan das Ganze. Aber die Zeiten können wir nicht ganz einhalten, das wurde auch schon in die Kommentare reingeschrieben vom Szenario. Aber so einigermaßen. Und das habe ich mir jetzt mal neu geholt in der aktuellen Version. Wir müssen da übrigens noch. War schon Bremen, ne? Ja, Bremen Hauptbahnhof. Mal die Zugzielanzeige hier richtig einstellen. Du. Bremen, wo bist du? Bitburg, Köln, Bremen, komm. Warte mal, ah, da. Bremen Hauptbahnhof. Dann passt es. Sidere. Ja, und PCB bleibt im Moment auch erstmal aus. Ich habe mit dem Steuerwagen PCB ein kleines Problem. Denn irgendwie kann ich die Signale nicht richtig bestätigen und dann kriege ich ständig eine Zwangsbremsung. Also bleibt es erstmal aus. Ich habe es jetzt zwei, dreimal probiert. Jedes Mal nimmt es mir nicht. Keine Ahnung, ob es jetzt an mir liegt oder an dem Setup. Eher an mir. Aber gut. Soll uns jetzt mal nicht stören. Ja, das können wir wieder wegmachen. Im Hintergrund läuft auch noch der RB-Enhancer mit für die Ansagen. Ich hoffe, die klingen einigermaßen okay. Immer besser als gar keine Ansagen und dann schauen wir mal. Ich werde, denke ich, mal die Instrumentenbeleuchtung hier anmachen. Placeholder. Schade, nichts drin. So, dann sollten wir hier mal anhalten. I guess. Gut. Türen auf. Okay. Er hat's genommen. Machen wir das wieder zu. Guten Morgen und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 91, der nach Bremen Hauptbahnhof fährt. Er hält in Bremerhaven Hauptbahnhof, Bremerhaven Wulsdorf, Lokstedt, Lunestedt, Stuppen, Loeberstedt, Oldenpoetel, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Bremenburg und Bremen Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Ja, ich auch. Hoffentlich kommt mal der Unfall frei an. Wahnsinnig weit müssen wir auch nicht fahren.
bis zum nächsten Halt. Aber ich muss sagen, die Sounds von dem Steuerwagen sind geil. Also gerade wenn sie in die Kurve reingeht oder bei den Weichen, klingt gut. Ja, Hannover Bremerhaven gibt es jetzt in der Version 1.0 seit dem 13. April. Mit dieser ich sehe, kostenlose Strecke hat jetzt 200 Kilometer, auf der man Spaß haben kann. Beim nächsten Bahnhof zeige ich euch mal ganz kurz die Übersicht, wie es momentan aussieht. Haut euch die runter von racing.de, beziehungsweise wenn ich dran denke, tue ich es euch direkt verlinken, inklusive das Szenario hier. Könnt ihr das auch selber fahren. Oh, mega Zoom. Da ist rot. Was soll denn das? Warum keine Einfahrt? ZDW? Naja, falsches Spiel. Ja. Einfahrt auf dem letzten Drücker. Ja, ist klar. Mein Kollege. Ist irgendwie Standard. Ich bin die Strecke jetzt auch schon einmal für mich abgefahren und ich muss wirklich sagen, als Freeware-Strecke, als Privatprojekt, kann man da echt nichts sagen. Wir sind ja da noch vor der Version 1.0 einmal auf der Strecke unterwegs gewesen, das war das mit dem Kranzug. Und jetzt halt nochmal die Erweiterung von da hinten. Ja, sogar die Industrie hier unten. Kein Prellbock! Sag mal! Das hätte ein bisschen. Ah, okay, da war ein Ladefehler. Hab nichts gesagt. Hauptbahnhof. Ah, jetzt habe ich die Ansage verpasst. Auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Ja. Haben wir das Signal, auf das ich schon gewartet habe. Ich glaube, die Zeiten werden furchtbar sein bei mir. Wollen wir da sein? 10:30. Jo, bin schon zu spät. Und ich gehe mal davon aus, dass das alles hier relativ authentisch ist, aber wirklich beurteilen kann ich es nicht. Das könnt ihr mir aber in die Kommentare reinschreiben, wer hier die Strecke im Original kennt. Da haben wir das sogar Stellwerk hier hinten. Hat jetzt vermutlich ein bisschen weniger zu tun. Da ist, glaube ich, einiges zurückgebaut worden. So wie das aussieht. Saturday, meinen Kollegen. Komm dann auch mal mit zur Party hier. Oh,
und Ausfahrt haben wir auch. Wunderbar. Heran. Genau. Wunderbar. Passt. Bin ich erstmal heavy. Oh, ich fand's nett hier, ne? So. Ob euch. Nee. Okay, der wird noch nicht einsteigen. Alles klar. Ich glaube, mit dem war ich auch schon unterwegs mit dieser EVB-Lackierung. Auch spaßig zum Umdüsen. Gut, Abfahrt. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Wieso schaut, dass man die Ansagen nicht draußen hört? Ich meine, klar, irgendwie auch nachvollziehbar, dass du das im Zug nicht draußen hörst. Und die Stationsansagen, die habe ich jetzt mal deaktiviert. Die sind nicht immer so geil. Was haben wir denn? Bremerhaven-Wulsdorf, 3 Kilometer. Okay. Und dann gehen wir zum ersten Mal ein bisschen draußen hier. Für einen Moment. Bei dir mal ein bisschen was. Ist ein bisschen leise. Ist jetzt ein bisschen schade. Naja, ist was ist. Die sind zu schnell. Ja, ich würde sagen, zum Zeitgut machen. Oh, das war gestern die Trade, war zwar auch so geil. Hat mir für mich bedeutet. Nächster Halt, Bremerhaven-Wulsdorf. Ist doch ganz praktisch mit. Auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Ist noch ganz praktisch mit diesen Ansagen. Dann weißt du ein bisschen, wann die Station kommen. Klar, du siehst auch an den Schildern. Aber falls du es mal nicht gesehen hast. Da vorne wäre es. Also jedenfalls in Trend Ever 2 war ich gestern so ein bisschen unterwegs. Mit einer ganz geilen Komposition. ET41, dann die Mischung aus dem grünen Wagen. Für die, was 120 fahren können. Ganz zum Schluss noch eine EU07 in Weiß. Damit dieses grüne Bild ein bisschen gestört ist. Und bin da also meine, was waren das, 2,5, 3 Stunden gefahren. Und war dann in der Szenerie was Colder Pollock, der so recht lang ist. Bin ein bisschen verfrüht angekommen. Hab gewartet, bin losgefahren, auf die Lange hin. Und irgendwann später kommt dann ein Express von der Gegenrichtung rein. Mit 180 drauf. Und auf der Strecke ist 160. Und dann sagt er so, ja, ist es okay, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre, damit ich meine Zeit da irgendwie reinfahren kann. Und der FDL, ich glaube, ich war Level 10, so, ja, ja, macht dann schon. Und es waren halt aber sonst so Level 15er, 17er und so weiter unterwegs und es war echt verkniffen, was zu sagen. Weil, ja, ist jetzt Zeit reinfahren, ist doch die Freifahrkarte zum zu schnell fahren, oder wie? Ja, naja. Hab's dann gekonnt ignoriert. So. Lockstedt, 4,5 Kilometer. Alle klar.
10:39. Ja, das wird nichts. So, wir müssen Express starten hier. Ah, doch Sound. Geht ja. Mit der 110er könnte man auch wieder irgendwo rumdüsen. Oder 143. Mal gucken. So, und wir haben ja wirklich nichts hinterlegt. Müssen wir schon mal einlesen, wie man das da hinterlegen kann. Das wäre eigentlich schon geil, wenn wir immer irgendwie einen Harry oder so fahren. Und dann haben wir zumindest eine stehende Ebola. Ja, rauf auf die 140. Schneller kann der nicht. Zu halten. Schön. Das kommt gerade ein bisschen schnell daher. Sportlich. Oh, bremsen tut der echt gut, muss ich schon sagen. Ah, ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen später einsteigen können. Wie sieht das aus? Ja, locker. Gut, dann fahren wir heute mal nicht nach ganz vorne. So, bitte alle einsteigen. Auch du durch. Abfahrt in Kürze. Naja, die 2 Minuten zu spät. Toleranz. Wo geht's bei dir hin? Bad Düben. Windmühlenweg. Gut, Abfahrt. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Jojo. Wenn man jetzt Lunen steht, 6 Kilometer. Daftail Games, so können Bahnübergänge übrigens aussehen. Sieht nachvollziehbar aus, also das, was sie teilweise macht. Ach ja. Warte mal, ich glaube, wir können es von der Einstellung her mal so lassen. Die Strecke. Ganz raus. Es sind 200 Kilometer Spaß hier. Für Umme. Das hier ist alt. Warte mal. Was meine ich hier? Was ist der Kaiser? Der Kaiserhafen. Ach, das ist alles Hafengebiet hier. Okay. Da müssen wir fast mal reingucken hier. Immer auf Wulsdorf hier hinten.
Ja, okay. Was haben wir da? Ah, Bremen-Rangierbahnhof. Das heißt, Hauptbahnhof ist hier unten. Mit dem Abzweig noch da unten. Wird man vielleicht ein bisschen vom Gas weggehen. So, passt's. Wie weit noch? 4 Kilometer. Kann ich ja noch gucken. Bis weiter nach... Schauen wir mal hier runter. Was haben wir da? Das ist in Nienburg. Und hier unten... Selzer-Rangierbahnhof. Holy shit. Das ist eine riesen Anlage. Aber das ist irgendwie so wie lief, dass man weiß, hier kann man halt alles nutzen. Nicht so wie bei Transit World. Die Gleise sind da, aber... Nutzt nicht so. Hannover, Einholz. Hannover Hauptbahnhof vermutlich. Ja, genau. Das war's dann. Ja, 200 Kilometer Düsen. Ich will das doch mal erleben, dass wir so eine Strecke in Transit World haben. Bisschen. Das kostet vermutlich. Ja, vielleicht machen sie es aber irgendwann mal in Teilen. Wo jeder Teil nochmal Vollpreis kostet. Dann ist die ganze Strecke irgendwo bei 200 Euro. Ich würde es ihnen zutrauen. Da, da hinten kommt Lunestedt. Diese Extra-Ansagen kann man leider noch nicht konfigurieren. Ich hoffe, irgendwann mal kommt das in meiner Version vom Airbnb-Answer, dass man das wie voreinstellen kann, was diese Sonderansagen sind. Aber ich bin ein bisschen schnell dran. Ich müsste mal ein bisschen behutsamer sein, aber ich glaube, das passt von der Länge. Jo. Dann müssen sie jetzt so weit laufen. Ich habe da irgendwie so ein komisches Flimmern hier drauf. Gleich wie bei TD2. Ich glaube, das ist, wenn so zwei Texturen dicht beieinander sind, dann kommt dieses Flimmern. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Der Bahnübergang ist zugeblieben. Kommt da nochmal was entgegen? So, Stuppen, 5 Kilometer, nicht weit weg. Oder Stuppen? Stuben, Stuppen? Bin mir nicht sicher. Mal schauen, was die KI so sagt bei jeder Ansage. Ist übrigens nicht das Azure Voice, was beim RB Enhancer Pro noch mitgibt im Abo, sondern jetzt der Standard Sound, den man jetzt ohne Abo hat. Man klingt schon besser im Abo mit Azure Voice, aber ich muss mir nicht unbedingt haben. Ich habe ja bei dem Originalvideo vom RB Enhancer, was ich nochmal hochgeladen habe, das ja mal vorgestellt. Muss jeder selber wissen, ob er das haben will. Oder braucht, besser gesagt. Also RB Enhancer an sich holt sich das unbedingt. Es sieht Spiel dann schöner aus, man hat diese Ansagen überall. Es ist schon eine nette Spielerei. Und das Spiel läuft so viel besser mit der Vulkan Engine vom RB Enhancer. So, nette Kamerashots. Oh ja.
Es ist echt selten, dass die Kamera mal von sich selber mal so seitlich hingeht. Sonst macht er immer so gern von oben. Oh oh. Ah, Lip Brick. Jetzt habe ich nicht gesehen, was drauf gestanden ist. War das jetzt 80 oder 60? Jetzt hier nochmal. 60. Stuppen, okay. Klingt nachvollziehbar. Wo haben wir denn da vorne? Ja, easy. Was auch die Zeit? 10:48. Na ja. Ich würde sagen, wir sind einigermaßen im Flow. Wieso ist da Ausfahrt? Also, da links. Kommt der Zug von hinten? Gegengleis? Das ist merkwürdig. Okay, bitte einsteigen, Dankeschön. Schauen wir uns mal den Bahnhof hier an. Bitte mal kurz die Ansicht. Okay. Wieso? Da hinten rot. Fährt da links rein. Aha. Hier passiert merkwürdige Dinge. Da, Abfahrt. Am liebsten würde ich ja echt hier noch ein bisschen stehen bleiben und gucken, was da kommt. Und es aber leider nicht mehr erleben. I guess. Ja. Wir dürfen heizen. Also generell dürfte ein bisschen mehr Verkehr sein in dem Szenario. Auch Güterzüge, Regiozüge. Haben wir noch ein bisschen was zum Gucken. Schon mal gespannt auf den Rangierbahnhof, was da so abgehen wird. Da stand ja gegen Miss Kati ein bisschen was rum. Sechs Kilometer.
down, please. Jetzt hat man wieder kaum was. Oh, wenn ich noch dran denke, wenn wir mal am Hauptbahnhof mal kurz in die 110 reingucken. Ich will mal da noch was angucken am Führerstand. Ich traue mich noch jetzt bei der Fahrt zu wechseln, nicht, dass er dann wieder irgendwas in der Steuerung kaputt macht. Ah, das sieht so geil aus, als ich in die Kurven reinlege. Ah, das sind schon schöne Wagen. Nur halt leider am Aussterben. Und klar, für Rollstuhlfahrer und Co. Das ist geil. Was soll denn das? Ich habe ein kaputtes Signal. Ja, das darf ich wieder neu installieren. Ach, geil. Nächster Halt. Nicht wundern, das Signal da vorne zeigt gleich einmal alles an. Was also irgendwie an. Dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Ja, ja. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ich hasse diese Dinger. Naja, gut. Einmal komplett löschen und wieder installieren. Aber wie gesagt, das ist. Ja, einmal alles. Boah, ich habe das jetzt Schicker nicht richtig installiert. Naja. Ist dann ein Nachteil bei den ganzen Community-Projekten, wenn du da irgendwas mal falsch installierst. Dann hast du so Scherze wie das hier. Aber hoffen wir mal, dass es mal die einzigen sind und die anderen soweit okay sind. Vor allem dann in Bremen dann rum. Dann wäre ich glücklich. Jetzt was von hinten, weil hier rot ist. So, sieht gut aus. Wie schauen wir hinten aus? Jo. Also mitten im Nirgendwo hier. So Bauernhof hier. Ganz Dörfchen. Oh, die Straße schaut da hinten ein bisschen wild aus. Ja, gut. Details. Wo du nicht hinguckst. Oh, gehst du jetzt auf? Nö. Wir haben Abfahrt. Aber keine Ausfahrt. Wieso nicht? Spieler zentrieren. Kommt da was von hinten oder nicht? Ich glaube, da kommt nichts. Nö. Dann werden wir mal Kollege Tapp probieren. Jo, Kollege Tapp gibt Ausfahrt. Muss man auch noch vorsichtig sein mit Tapp drücken ins Szenario den TS Classic. Teilweise kannst du dann was kaputt machen und dann gibt es Unfälle oder kommst nicht weiter. Steht da teilweise sogar explizit drin in den Beschreibungen. Drückt nicht drauf. Auch wenn die Versuchung groß ist. Tu es nicht. Kriegen wir hin.
Yeah, wieder Gas geben. Und ja, gerade so drin bleiben. Okay. Ah, wie weit eigentlich? 5 Kilometer. Okay. Hey, da kommt ja mal was. Moinsen. Hier haben wir die 90. Oh, warte mal. Okay. Interessant. Ich frage mich, ob er dafür die Strecke ein Gear-Profil importiert hat. Und dann die Sachen hier so drauf gebaut hat. Ist das eingebildet oder schwebt es da? Ja, okay, da fehlt unten so ein bisschen die Texturen hier. Aber ansonsten passt's. Deswegen haben wir den Eindruck, dass es hier schwebt. Moin, Kollege! Einmal blinken, 60. Geht wieder auf die Seite, würde ich jetzt mal vermuten. Da, bei dem Bahnübergang auch. Oldenbüttel, okay. Ich glaube, das soll Oldenbüttel heißen. Was steht denn hier? Ja gut, er hat es natürlich mit UE geschrieben. Dann schreibt es er natürlich, er sagt er es dann hier auch falsch. Außer UE ist tatsächlich richtig, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oldenbüttel. Nee. Bitte. Ja, da ist die Weiche. Jö, schönen guten Tag zusammen. Bin dann auch mal da. Mit. Naja, Minute. Ja, und passt's? Ja, passt. Sehr gut.
Ja, Bahnübergang bleibt auch wieder zu. Ja, fährt aber auch nichts in die andere Richtung. Gemäß Signalen. Naja, passt schon. Okay, einmal rein da. Liebe Leute, ich tue mal ganz kurz pausieren. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gehen wir erst der Pause wieder raus. Gut. Na, Sifa wollte ich jetzt nicht. Oder Shift 8. Probier trotzdem nochmal kurz was mit der PCB, auch wenn es bei mir nicht so wollte. Ich muss mal kurz gucken. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Man kann sich hier sogar eine PCB-Hilfe mit einschalten. Aber das mit Shift und scharfem S, aber das habe ich hier nicht. Also, machen wir den hier wieder. Mal gucken. Wo ist eigentlich bei dir der Pickup für Magneten? Ist der überhaupt im Steuerwagen oder reagiert der erst bei der Lok? Ist das mein Fehler gewesen? Ich sehe hier nichts, wo der auf das reagieren würde. Oh, bei der Lok sehe ich den aber, oder? Ja. Okay. Das wird jetzt witzig. Ich kann 100 pro irgendwann eine Zwangse reinkriegen. Funktioniert. Ja, okay, das funktioniert. Okay, was soll's. Machen wir das Sifa auch noch mit rein. Haben wir alle Spaßsysteme mit an. Oh, das wird nicht gut gehen. Wie weit haben wir es eigentlich? 4 Kilometer. Ja, 4,8. Ein schlechtes Gefühl. Oh, wow. Ah, ich hab grad Panik. Das war doch die Sifa. Hundert fünfzig. Just in case. Okay, er ist eh gekuppelt. Passt. Ich soll vielleicht ein bisschen langsamer werden.
130. Mal schauen, was mich zuerst killt. Die Sieve oder die PCB? Leute, hinter der Linie. Was soll denn das? Immer das Gleiche mit euch. So, Tür auf. Kicken wir mal. Das sieht gut aus, da hinten sowieso. Hier ist aufgelassen worden, braucht man nicht mehr. Hat man die eine Abstellung da hinten gehabt. Schönes Bahnhofsgebäude. Inklusive Busbahnhof. Ist eigentlich überall das gleiche drauf. Ja. Ja, gut, Details. Das sind die neuen Cybertrucks. Gibt es jetzt schon in TS Classic? Ja, wie viel sind es? 5 Kilometer. Gut, Abfahrt. Eigentlich da? Ach, da unten. Ja, passt. Ist eigentlich noch ganz geil, dass du hier auch noch deinen Lupsi hast zum Runterdrücken. Ich bin paranoid mit diesem Steuerwagen. Ich drücke lieber zu oft. Sollte vielleicht vorne drin bleiben, wenn ich die Magneten sehe. Das war aber ein kurzes Vergnügen mit 130. Schon wieder 160 offen hier. Die mehr eh nicht erreichen, aber trotzdem. Rück ja schon. Da. Jetzt soll er passen. Ja, bin wieder weg. Gut, einmal wieder raus hier. Cinemedicam. Yes. Alles heile. Gut. Frag mich, was der Erwin und Hansa dort als Trigger nimmt, wann er die Ansage macht. Oder einfach nur irgendwie die Kilometer nimmt und ab, keine Ahnung, ab 4 Kilometer bis zum Bahnhof macht das dann. Was haben wir denn da links? Das sieht historisch aus. Nee, da kommt ja immer wieder was. Ja, ich drück ja schon.
Okay, den Bauchhof will ich mir jetzt mal kurz geben. Nachdem der da vorbei vorne ist. Das dürfte vermutlich Bautchecks doch früher gewesen sein. Und ich gehe mal davon aus. Hier ging mal Gleis rein. Auf der Seite. Vielleicht sogar hier noch, da wo jetzt der Parkplatz ist. Da das andere. Das ist einfach die Neubauform hier. Aber 100 Pro, glaube ich, war hier mal ein Gleis. Also wenn das jemand weiß, gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Nett. Okay, abfahren. Bremenburg, Gleis 4 in 4 Kilometer. Weiß ich Bescheid. Also das klingt irgendwie schön, wie die Gas gibt. Ja, ich mag den Sound. Aber könnte für meinen Geschmack lauter sein. Wie viele Stationen sind es eigentlich überhaupt noch? Was? Der die ganzen Stops nicht zählt. Warum nicht? Nee. Aber okay, das ist der vorletzte Halt, bevor wir vom Hauptbahnhof kommen. Da vorne gleich die Probe für die PCB. Ja, jetzt hat er es genommen. Mal runterbremsen. Ja, wissen wir schon, hast schon ein, zweimal erwähnt. 80. Aber es kann doch nicht sein, dass beim Steuerwagen nicht so ein Pickup ist für die Magneten. Das halte ich jetzt für falsch. Ich schau mal den Wagen gleich noch mal ein bisschen näher an, wenn wir hier im Bahnhof drin sind. Wenn er denn mal kommt. Da hinten ist er ja. Jo, der nächste Magnet. 500. Wieso geht's jetzt auf einmal? So, Tür auf. Das fand ich jetzt aber noch ein bisschen speziell, dass die ganzen Stops nicht mitzählt sind. So, du hast da... Da ist nichts für Magneten. Gibt's doch nicht. Was es hier dran ist, wäre auch irgendwie schräg.
Geht es wirklich über die Lok, dass die Lok dann drauf reagiert? Nicht der Steuerwagen als erstes? Ah. Okay. So, übrigens, schönes Stellwerk. Warte mal, ich mache mal ganz kurz Pause hier. Mal gucken hier. Ja, könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen hier. Ja, doch. Okay. Glück mit Spielen, weiterfahren. Bremen Hauptbahnhof. Wie weit? 11 Kilometer. Cool. Was? Ah. Wieso hast du mir jetzt eine geklatscht? Warum? Verstehe ich nicht. Ich und die PCB waren einfach keine Freunde. Aber die Bremse verstehe ich jetzt nicht. Das war auf Fahrt. Die war nur unter 40. Alles grün. So, das passt erstmal. Ja, jetzt ist schon wieder gelb da hinten. Just in case. 120 auch noch. Ja, geil. Was? Warum? Ich wollte doch gerade. Wieso? Wieso hat er mir jetzt schon wieder eine gegeben? Ich hab noch bestätigten Tritt. Das meine ich. Was soll denn das? Ja, weißt was. Ja, Steve kann man anlassen. PCB, du bleibst jetzt aus. Das kann ich nicht nachvollziehen. Oh ne, Baustelle. Schnell weg hier. Unser Zug ist derzeit gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ja. Nee. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Die Dame halt zeigt. Jetzt müsste der Tab wieder richten oder sollen wir kurz warten?
geht. Was sagst denn du? 120. Okay. Oha. Da haben wir noch die alten Kollegen. Stehen die da auch in echt noch? Ist ja geil. Warte mal. Da müsste doch jetzt eigentlich dieser Rangierbahnhof kommen. Ja, ich glaube, der ist jetzt hier. Oh, wie geil. Stellwerksbude ehemalige. Ja gut, das sieht ja hier noch ganz überschaubar aus. Okay, hier geht's noch weiter. Oh, mega geil, dass also die alten Semaphore-Signale sind. Ah, da hat sogar eine Drehscheibe. Oh, hier geht's dann richtig los. Alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen raus. Jo. Hier ist Güterspaß angesagt. Dann nehmen wir mal auf die Signale hier achten. Ja, wir haben noch grüne Welle. Ja, geil. Na, ja, warten wir mal auf die nächsten Community-Szenarios. Oh, da hinten ist gelb. Reiterstellwerk. Also das sieht ja mal echt geil gemacht aus, muss ich schon sagen. Da müssen wir gütertechnisch unbedingt mal was machen da unten. Ne, keine Einfahrt. Als eine S-Bahn oder irgendetwas da vor uns. Schon gut, Siva. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, da fährt irgendwas vor uns. Ja, und da kommt ja die 20 Güterzeugs hier wieder hoch. Damit aus. Haben wir ein Gleis, was sie hier nicht mehr nutzen? Wahnsinnig weit zum Bahnhof dürfte es hier nicht mehr sein. I guess. Und dass es da rumflackert, das tun wir jetzt auch mal ignorieren. Mein Gott. Ist ein Community-Map hier. Wollen wir mal nicht so streng sein. Aber für das könnte man locker Geld verlangen. Aber die eigene Hauptstrecke da rechts weg oder Umfahrung? Ja, vermutlich Umfahrung. So. 90. Das wage ich zu bezweifeln. Aber hier geht auf jeden Fall noch mal ein Stich weg.
40. Dachte ich mir. Spätestens hier hat es dann auch schon wieder gerumst mit der PCB. Jetzt ist PCB in dem Steuerwagen, verstehe ich irgendwie nicht. In wenigen Augenblicken wird unser Zug in Bremen Hauptbahnhof, unserem Endbahnhof, ankommen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine Gepäckstücke oder persönlichen Gegenstände im Zug vergessen haben. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Ja, wissen wir. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Oh, ist aber nett. So, da haben wir unseren Hauptbahnhof. Nett hier. Ja. Oh, auch noch eine Drehscheibe hier hinten. Echt? Steht die so im Freien drin? Mit Oberleitung? Wird die noch aktiv genutzt? Ich muss nachher mal kurz googeln. Interessanter Aufbau. Was steht denn da so alles? Naja, okay. Einmal ganz runter. Alle klar. Naja, nicht ganz runter. Ja, das passt. Dann mal stehen hier. Was sagt die Zeit? 11:20 Uhr, 3 Minuten zu spät. Ja, ich würde sagen, die sind noch pünktlich. Ja, okay. War eine coole... Ah ja, erwähnen Hansa. War eine coole Fahrt. Hat Spaß gemacht. Ist eine schöne Strecke. Ich glaube, da müssen wir aber was Schnelles fahren. Die ganze Strecke mal die 200 Kilometer hier fahren. Würde mich schon mal reizen und auch gütertechnisch da unten mal was. Ja, hat Potenzial. Ich suche da mal ein bisschen was raus, beziehungsweise werde ich mal Racing.de beobachten, was da noch so alles rauskommt an neuen Szenarien für die 1.0er Strecke. Ich verlinke euch alles, dann könnt ihr das selber fahren, beziehungsweise die Strecke mal runterladen. Er hat jetzt auch Quick Drive und Co. Stand zumindest im Changelog drin. Also braucht es nicht zwingend ein Szenario. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.